Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wisst, der Trinkexpress befasst sich mit Getränken oder alles, was mit Getränken zu tun hat. Aber bekanntlich lebt der Mensch ja nicht nur vom Brot allein. Genauso ist es natürlich irgendwann eintönig und monoton, wenn man sich nur immer mit Getränken auseinandersetzt. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch vorgestellt, dass ich mit dem Trinkexpress so ein paar Sachen vorstelle, die für den Konsumer, also für den Verbraucher, für denjenigen, der das jetzt hier gerade guckt, vielleicht wichtig sein könnte. Das heißt, du hast zum Beispiel irgendwo ein Produkt gesehen und bist dir nicht sicher, wie könnte das schmecken oder ist es gut, ist es schlecht, etc. pp. Und ich möchte, wie gesagt, mit dem Trinkexpress eben halt so gewisse Produkte mit in den Vordergrund stellen. Und ein Produkt, was mich die ganze Zeit interessiert hat, waren die Kartoffelchips von Lay's. Und zwar war das so ganz, ganz, ganz stark in der Werbung gewesen, als die EM war. Falls ihr es nicht wisst, Lionel Messi hat ja dafür ja Werbung gemacht. Er hat nicht viel gesagt, er hat bloß die Chips in die Kamera gehalten, etc. Und wie gesagt, und die Firma heißt Lay's. Ja, und das ist ja zum Beispiel eine Auswahl von vielen Produkten, die die Firma Lay's halt anbietet. Mir persönlich hat die gefallen, weil die mit Barbecue-Flavor, also mit Barbecue-Geschmack ist. Und ich mag ja Barbecue ist eigentlich sehr gern, also Dips und Soßen etc. Und deswegen waren die Chips jetzt gerade mein persönlicher Favorit. Und ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt und mal geguckt. Ich hoffe, das Rascheln ist nicht so laut. Ich nehme mal die Tüte in die Hand. Vorsicht, ja. Ich habe mich mal schlau gemacht, wer die Firma oder wer die Firma Lay's ist oder wer das zum Beispiel anbietet. Und habe ich hier unten eine Kontaktadresse gefunden, und zwar Infos und Kontakt, www.lays.de. Alles soweit okay. Und ob man es glaubt oder nicht, die Firma ist PepsiCo Deutschland GmbH. Und falls ihr es noch nicht wisst, also wie gesagt, die Firma Pepsi, ja, bietet also nicht nur Cola oder etc. pp. An, sondern auch Chips. Und das ist mir jetzt zum Beispiel ganz neu, dass wie gesagt die Firma Pepsi eben halt auch Chips vertreibt. Also ich war echt erstaunt gewesen. Und jetzt könnte man natürlich denken, dass die Chips super toll, super lecker schmecken, weil Punkt Nummer 1, wenn Pepsi dahinter steht und wenn eine Tüte mit 147 Gramm 1,79 € kostet, dann muss die auch wirklich schmecken. Ansonsten kriege ich jetzt echt das Brechen. Aber fangen wir mal von vorne an. Also hier hinten steht zum Beispiel Werbung drauf. Lay's, die Nummer 1 Chipsmarke der Welt mit großartigen schmeckenden Chips für ein fantastisches Geschmackserlebnis. Bei der Herstellung unserer Chips gehen wir sehr sorgfältig vor. Wir wählen nur die besten Zutaten aus. Bla 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 bla, was eigentlich jeder draufschreibt und so weiter. Das kennen wir schon. Hier unten wird dann nochmal darauf hingewiesen. Lay's Deep Ridged. Intensiver Geschmack, doppelt geriffelt, extra knusprig. So, die Variante gibt es dann nochmal als Sweet Chili, als Naturell, also ich denke mal halt normale Chips, bloß ein bisschen gesalzen oder vielleicht sogar ungesalzen, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ansonsten noch Sour Cream and Onion. Und wie gesagt, ich habe mir die Barbecue geholt. Wie gesagt, Inhalt sind 147 Gramm. Ich muss dazu sagen, perfektes Gewicht, weil 147 Gramm, ich finde, so vom Essen her ist es genau die richtige Portion, wobei das fast eigentlich immer noch zu viel ist. Und ansonsten zu den Zutaten kommen wir: Kartoffeln. Sonnenblumenöl 30%, Aromen enthaltenen Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, was ich ja schade finde, also alles nur in Pulverform, einfach dazu geklatscht. Zucker, Weizenmehl, geräucherte Glucose, Glucose, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Gewürze, Farbstoff, Paprikaextrakt, Raucharomen, Salz. Also man tut sich jetzt nicht besonders hervor, indem man ja zum Beispiel sagt, okay, das machen wir jetzt besser oder anders, sondern eigentlich sind so die gleichen Sachen drin wie überall. Das Einzige ist eben halt keine Geschmacksverstärker. Aber ich denke mal, wenn man das jetzt isst, denke mal, werde ich bestimmt auch den Eindruck haben, dass ich mehr will. So, also Tüte ist noch zu. Ich mache es da auf. Lässt sich leicht aufmachen. Und riecht man dran, riecht man wirklich Barbecue. Es riecht nicht eklig, es riecht nach Barbecue. Also kann man richtig gerne daran riechen. Es gibt auch so einige Chips-Varianten, wenn man daran riecht, die riechen so abgetreten, so Larifari oder so, da will man nicht so oft dran riechen. Besonders schlimm finde ich die Paprika-Chips, die nach Käse schmecken. Die riechen wirklich wie tote Füße. Aber da kann man wirklich öfters dran riechen. So, ansonsten gucken wir uns mal die Chips an. Sehen witzig aus. Ich zeige es euch mal. Das machen wir erstmal eins, wir lecken erstmal dran. Okay. Ich weiß, es nervt durch das Mikrofon. Wir machen jetzt einfach mal so. Ich nehme jetzt mal ein paar Chips, mache mal ein bisschen Musik dazwischen und dann sage ich euch, wie sie schmecken. Let's go.
Also, okay, ich bin jetzt fertig. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ja, da muss man eben halt ein bisschen probieren. Ne? Gerade wenn man eben noch nichts gegessen hat, so wie ich, dann ist es so und so gerade ein ganz großer Fehler, Chips zu essen. Also fangen wir aber von vorne an. Ich muss dazu sagen, was ich bei, okay, blöder Vorführeffekt, so. Was ich bei den Dingern gut finde, ist, die Chips haben eigentlich alle eine identisch gleich große Form. Bei den meisten Chips ist es ja, die sind immer halt so gewellt und so weiter und meistenteils, weil sie zu dünn sind, brechen sie schnell. Und dann hat man mal einen großen Chip, einen kleinen Chip, einen mittleren Chip. Und wie gesagt, die sind alle, ich sag mal, fast alle gleich groß. Und man hat auch ein paar kleine bei, aber nicht so viele kaputte. Das Schöne ist noch, die sind nicht zu dünn, sondern haben genau einen guten ja, Crisp. Punkt, kann man sagen, also so ein Beißpunkt. Die sind nicht so hart, nicht so weich und haben wirklich so einen Crunchy-Effekt. Das heißt, wenn man drauf beißt, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man da eben halt auch einen Chip so richtig isst. Ja, bei den meisten dünnen Kartoffelchips oder so, zweimal drauf gebissen, ein bisschen Spucke oder sowas und dann wird das Ding bloß nach weich und schwammig. Bei denen, da muss man eben halt auch ein bisschen kauen und eben halt auch ein bisschen was dafür tun. Also hier hat man wirklich so einen tollen, ja, einen tollen Effekt eigentlich beim Essen. Zweite Sache ist, wie gesagt, das Ding ist mit Barbecue und ich muss dazu sagen, es ist nicht übertrieben extrem süß oder extrem barbecuig. Also manche Sachen sind ja dann nicht so übertrieben gewürzt, dass man dazu auch noch was trinken muss. Wie gesagt, weil es eben halt zu viel Würze hat. Bei dem ist es genau ausgewogen, finde ich. Der Geschmack, also es schmeckt nach Barbecue, schmeckt nicht übertrieben, aber auch nicht zu wenig. Also genau zwischendrin und bin echt erstaunt, ist wirklich auf den Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt gewürzt haben, dass wirklich gleich viel drauf ist, aber ich habe den Eindruck, jeder Chip schmeckt identisch, ja. Der dritte Punkt ist noch, wie gesagt, so vom Essen her wirklich sehr angenehm. Und ja, also es ist wirklich ein perfektes Ergebnis. Und was mir auch aufgefallen ist, die Chips sehen eigentlich fast alle identisch aus, was mich zum Beispiel auch ein bisschen stutzig macht, weil normalerweise sind ja einige Chips wieder hell, andere wieder dunkel und so weiter. Aber wie gesagt, die sind fast alle. Ja, sehr identisch aus. Also bin echt überrascht. Und ich muss dazu sagen, ja, was habe ich jetzt erwartet von Chips für 1,79 Euro? Ich muss dazu sagen, genau solche Chips. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die irgendwie anders schmecken oder mich ein bisschen enttäuschen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Und ich muss dazu sagen, mir schmecken die Chips echt gut. Und wie gesagt, gerade so dieser Druckpunkt beim Essen oder beim Kauen, ich finde die echt gut. Also bin echt überrascht und muss dazu sagen, top, beide Daumen hoch. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier die in dem Fall jetzt als Barbecue, die gibt es wie gesagt noch in verschiedenen anderen Varianten für 1,79. Ich habe sie selber bei Edeka Reichelt geholt. Und ich muss dazu sagen, wirklich von mir gibt es einen Daumen hoch für die Dinger. Finde ich echt gut und muss dazu sagen, einer der besten Chips, die ich wirklich bis jetzt gegessen habe. Und ja, wie ihr seht, ich bin ein bisschen überrascht, aber ist wirklich geil. Die andere Frage ist jetzt natürlich ein Preis von 1,79 Euro für 149 Gramm. Möchte man das bezahlen? Ich gehe mal davon aus, dass man jetzt nicht jeden Tag eine Packung Chips isst, sondern höchstwahrscheinlich mal nebenbei oder so. Oder wie ein Arbeitskollege von mir, vielleicht alle 3, 4, 5 Jahre mal, weil er extrem sportlich ist. Aber ich muss dazu sagen, wenn man dann eben halt doch mal an einem Abend Chips genießen möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall die Lay's kaufen. Und, oder zumindest mal die Lay's probieren. Ich kann es wirklich, wie gesagt, nur empfehlen. Und ja, also wie gesagt, mein Prädikat top. Ein Kauf lohnt sich auf jeden Fall. Solltet ihr noch Fragen haben zu den Lay's, schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr solche Videos haben wollt und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einfach den Kanal abonnieren, auf Abonnieren klicken. Oben rechts ist dann noch eine kleine Glocke. Die Glocke noch mit betätigen, damit ihr dann auch kein Video oder keine Information von diesem Trinkexpress-Kanal mehr verpasst. Ansonsten, das war's von mir gewesen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und habt ihr noch Vorschläge, was ich noch testen kann? Schreibt es auch in die Kommentare. Das war's von mir gewesen. Bis dann, euer Mirko Drescher. Ciao, ciao.